kleiner Unterschied mit dem Tag. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge auf der Hauptwach. Wir kommen am Ende des Sommers. Ja, so ist es doch schon ein bisschen besser, ja. Ein bisschen. Hat ein bisschen zu grell. Oh. Ich war heute früh schon früh raus. Und habe hier angefangen, die Ballen zu pressen. Das sind jetzt die letzten Ballen auf Feld 1. Also das heißt Kleefrisch. Kleefrischballen. Da werden wir uns gleich auf dem Weg zum Feld Luzerne machen. Sofort das Eis ein bisschen ruckelt, aber ganz schön hell hier. Ja, jetzt läuft es doch viel besser. Es ist mittlerweile schon 10 Uhr jetzt hier beim. Also was heißt 10 Uhr? Es ist jetzt auch. Ah, doch. Ja, Viertel 10 ist es schon. Die letzten Bahnen. Das Luzernefeld haben wir gestern auch noch fertig gemäht und haben dann auch geschwadert. Dass wir dann heute hier einmal die Ballen fertig pressen und dann rüberfahren und dort in die Ballen pressen und dann auch gleich wickeln. Bahn müssten es noch sein. Dann sind wir hiermit schon mal fertig. Und sich die Schafe schon mal freuen, haben sie schon mal die ersten Ballen zu fressen. Ich denke mal so, wenn wir es heute alles schaffen, werden wir dann in der nächsten Folge. So, gut, kriegst gleich ein bisschen noch was hier. Bitte schön. So. Dann werden wir in der nächsten Folge. Das ist schon gut aus der Roggen. Zum Beispiel hoffentlich auch erntefrisch werden. Erntefrisch. Erntereif. Und wir werden jetzt an gucken. Alles aus. Werden denn morgen, so am letzten Sommertag, werden wir denn die Beine noch reinholen. Ich hoffe, dass der Regen nicht gleich früh beginnt, sondern irgendwann zum Abend erst kommt. Hätten wir auf jeden Fall noch Zeit, um die vom Feld zu holen und in den Unterstand zu bringen, beziehungsweise werden natürlich die ersten Kleefrischballen werden wir natürlich gleich bei den Schafen reinschmeißen, damit sie sozusagen schon mal was zu fressen haben. Natürlich auch beim Roggen, wenn der Roggen erntereif ist und wir den abernten, der erste Anhänger wird auch komplett gleich bei links reinfliegen. Dann gleich bei den
komme ich nicht drauf. Denn gleich bei den Schafen einfliegen natürlich als Kraftfutter. Ich mal kurz gucken. So. Ja, ich muss kurz mal gucken, zwecks dem Shader. Mal kurz ein bisschen umschalte, damit es nicht so grell in der Ferne ist. So, jetzt sind wir auch gleich hier angekommen, das passt. Mal schon mal einstellen und ich habe da auch schon was vorbereitet. Einmal natürlich zur Vorbereitung. Nehmen wir jetzt hier den Kurs, nee, 14 und 9 Meter, genau. Naja, nur ein bisschen aufpassen, weil ja, ich habe gestern nicht richtig hingeguckt und habe das etwas schnell gemacht. Auch ja, zweimal vorgewendet und dann hatte ich das hier nicht gesehen, dass das die kurzen Strecken sind. Das hat natürlich alles ein bisschen blöd gelaufen. Deshalb, wenn ich jetzt vom Autodrive, vom Crossplay, kann ich jetzt eigentlich nur ringsherum zwei Außenwände fahren lassen, weil das in der Mitte, das habe ich denn zusammengeschwadert, weil diese kleinen Stücke, die wollte ich nicht machen. Und mal gucken, wie weit wir jetzt im Video kommen. So, also du bist eingestellt. Erstmal ausmachen. Und dann gucken wir mal, wo der Phantom steht. Fendt hat hier den Beinweg gleitend dran. Ja. Mal schon mal aufklappen. Und ihr seht das schon hinten. Sobald der Bein runterrollt, wird er zur Seite gekippt. So kann er auf jeden Fall bei den Steinabhängen und so auch schon mal nicht wegrollen. Wir werden natürlich schön hinter den Deutschen hinterherfahren. Das können wir ausschalten. Können wir auch ausschalten. Oh, mal. Ich will ihn auch nicht behindern gleich. Müssen wir auch. Jo, passt, passt. Gut. Gucken wir kurz mal rein. Aufgeklappt ist er, automatisch abladen haben wir auch. Das haben wir. Legen wir hier mal schnell ein. Hat mal einen Motor. Und machen wir ab ersten Punkt. Jetzt. Stimmt, der startet ja ab ersten Punkt, genau. Wenn den hier hinterher rollen. Noch mal ein bisschen rüber könnt. So, jetzt passt. Am Spiel siehst du, da wickelt er gerade. Oh, da kommt schon der nächste. Der bleibt noch liegen, das ist noch schön. Passt. So, und da schön einmal umgekippt. Kann der auf jeden Fall nicht abhauen. Bin ich gespannt. Da liegen. Ich dachte,
Der rollt jetzt hinterher. Schön, klappt alles. So läuft das doch. Da hinten schon was liegen lassen wir. Ist dann beim Schwadern. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die so schön liegen bleiben. Ich dachte, die wären wirklich, wirklich rollen. Gut, soll mich ja freuen, ja, also. Da kannst du ja nicht laufen. Schlimmer wäre es, wenn mir wirklich jeder Bein eben abhauen würde. Das läuft hier, ja. Wo stelle ich mir das vor? War auch gleich bei der ersten, gleich die ersten Dings geschafft. Ist der Vorgewinner. Aber einer kann auch wenigstens mal hier wegrennen, ja. Also alles so eingestellt, weil ich dachte, oh, das ist alles ein bisschen schräg. Kommen wir mal lieber so hinterher. Jetzt haut hier kein Bein ab, was. Beim neuen DLC. Ich mal zurück. Gut, also ein bisschen aufräumen müssen wir denn auch noch mal hier. Beim neuen DLC ist ja von Göttinger eine Beinpresse dabei. Mit Wickelstand-Funktion. Und wird dann auch noch. Sagt man, ist hier voll im Weg gepackt, ja. Ich mal kurz das 17 anwenden, weil die gleich lang gefahren, sonst haut er sich hier fest. Ich würde sagen, also vom Pettigon kommt eine Beinpresse mit, mit dem neuen DLC, auch mit Wickelfunktion und der kippt die dann auch um. Ihr merkt fürs nächste Mal, wir brauchen hier nicht hinterherfahren, wir können alles schön nacheinander machen. Da braucht ihr keine Hilfe. Und diesmal habe ich mal ihn immer nicht mal richtig erwischt, ja. Aber wir sind doch schon wieder am Ende. Der hat doch den Ball mitgenommen. Da steht er. Oh. Noch extra weggepackt oder nicht? Wo war es denn? Noch immer? Oh, herrlich. Ja, bitteschön. Na gut, dass es Trick 17 gibt, wa? Oh. Ich danke, wir sind schon wieder am Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen.
Und ihr schaltet mir beim nächsten Mal ein. Ja, bis dahin erstmal wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Rein hier und abgeklatscht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.